Gut, Besichtigung von Günnis Neubau. Tor ist schon drin und ich finde, das schaut mega mäßig aus. Also ich habe immer gedacht, ich hätte das schönste Tor in Thailand, aber offensichtlich gibt es da auch noch was, was sich auch sehen lässt. Sehr schönes Tor, sehr schön. Keine Ahnung, wer das her hat, aber ihr werdet es gleich sehen, wenn wir nachher da ein bisschen herumlaufen und er uns das Grundstück zeigt. Auch farblich, er hat da extrem Glück gehabt. Irgendwie alles passt zusammen von der Farbe her. Oder so mit dem Grau-Weiß. Gut, das Einzige, was noch fehlt, mal schauen, ob er das irgendwann vielleicht noch macht oder nicht, ist jetzt die Mauer noch weiß zu streichen. Ist zwar eine heikle Farbe, ist klar, vor allem hier draußen, aber es passt wirklich alles zusammen. Dann haben wir hier auch noch aufgeschüttet und zwar hatten wir ja einen Tag relativ viel Regen. Ja, ich glaube, es war am Tag. Und jetzt haben wir hier noch so einen speziellen Belag aufgeschüttet. Das ist so Steine, ja, das sind Steine, grobe Steine. Und ja, der wird so, wie ich gehört habe, für den Straßenbau hier verwendet. Das soll dann auch so richtig abdichten, damit wir beide hier auch im Trockenen oder auf einem guten Boden hier rein und rausfahren können. Ja, dann gehen wir mal schauen, da ist Cheffe schon. Da ist eigentlich das Einzige, was noch nicht gemacht ist, ist das hier, die Einfahrt. Da müssen wir mal schauen, was da Günni macht. Mein Vorschlag wäre Steine, weil das schaut geil aus. Aber vielleicht gibt es auch eine Beton. Nee. Da hast du ja schon Steine. Schau her, ich glaube, das wird alles mit Steinen gemacht. He? Servus, Chat. Servus. Ja, Günni, soweit ja. Alles klar? Ja, passt. Gefällt es dir hier? Oder willst du wieder nach Deutschland? Alles super. Nachbarn ein bisschen schlecht, aber sonst... Nachbarn, ja, da kannst du nicht die ganzen Thais da drumherum, ist halt schon schwierig, gell? Also meinst du mich? Nee, Quatsch. Hier die Steine hast du gerade angesprochen. Mhm. Ich mache dieselben Steine jetzt wie da draußen rein. Ja. Und hoffe, dass wir das Ganze ein bisschen verdichten mit dem Wasser. Aha. Weil wir hier ja, wir sind einfach zu tief. Aha. Und jetzt haben wir das Gefälle, versuchen wir so hinzukriegen, Mauer dahin und dass wir es praktisch mit dem Gefälle nach links und rechts bringen. Ja. Da runter, dass da vorne rausläuft und da rausläuft. Aha. Das ist das Gefälle hier drin, dass es so in die Drainagen läuft und da drüben in die Drainagen läuft. Aha. Und dann werden wir mal sehen. Und über den Schotter, der was ja nachher verdichtet, was ich draußen auch hoffe. Ja. Aber ist ein spezieller Stein für den Straßenbau. Aha. Und wenn sie es verdichtet, und das wird sie dann verdichten, da gehe ich dann mit dem Riesel nochmal eine Schicht drüber. Ah, oh, das dann schön ausschaut wie. Praktisch gleich ausschaut. Ja. Der schaut ja scheiße aus. Ja. So. Ja, genau, das macht Sinn. Und dann mit dem einfach nur die Bedeckung drüber. Ja. Und also, dass wir das Niveau praktisch mit den Steinen hinkriegen, dass das richtig fest ist und das ist eigentlich bloß, ja, das Deko. Deko, wenn man so will. Ja. Magst du was trinken? Nee, ist gut, danke. Ja, aber es ist echt, also vor allem der Rasen, dass der auch so gut anwächst, ist auch ja, sehr gut. Das aber ist super, da kommt mir der Regen jetzt natürlich sehr willkommen. Ja. Und hinten auch soweit gut dabei. Palmen und so, ja, die schauen gut aus. Ein Blatt wird noch ein bisschen gelblich, aber ich hoffe, und also die Kokosnüsse sind noch dran. Ja. Ja, schaut cool aus. Und also die linke finde ich, die schaut gesünder aus. Die Orchideen sind auch geil geworden da. Schau her, ja, schau her. Super. Aha. Farbe alles perfekt. He? Funktioniert alles. Nachts, glaube ich, habe mal Fotos gesehen, hast du nachts auch schon getestet, gell? Ja, habe schon getestet. Also ja. Ich habe da die verschiedenen Lichter auch drin. Und ja, es ist halt das Geschmackssache, aber es ist schon wirklich geil. Das Einzige, wo er verbockt hat, da wollte er mir irgendeinen Scheißdreck erklären, das war einfach von den Skimmer. Aha. Da hat er die Überlaufdüsen einfach zu hoch gesetzt, die muss er tiefer setzen. Ich habe das beim Einmal schon zu ihm gesagt, was ich verstehe das nicht, was da das System ist. Ich dachte immer, ich bin ja kein Poolbauer, keine Ahnung, ich dachte immer, der zieht das unten raus, das Wasser, aha, und geht weg und wird wieder gefiltert und der Dreck bleibt drin. Aha. Aber es wird ja eigentlich, es geht ja, muss ja
Das Kimmer ist so hoch, der müsste also so viel frei sein. Ja. Weil du kannst ja, die Tiere gehen ja gar nicht. Richtig, ja, der muss Luft haben. Der geht ja nicht ins Kimmer rein, der hat ja keine Luft. Und wenn der Überlauf jetzt oben zu hoch ist, dann kann das Wasser auch, dann läuft es ja auch nicht weg. Aha, aber kannst du nicht einfach jetzt ein bisschen weniger Wasser reinlassen, damit der Kimmer nur zur Hälfte, weil... Ja, doch, könnte ich schon. Weil dann wäre es ja... muss der Überlauf trotzdem tiefer sein. Ja, okay, der Überlauf, aber das wäre, glaube ich, noch das kleinste Problem dann, oder? Ja, ja, aber ich lasse ihn mal, weil ihr habt mir es nicht... Ja, ja, erst kam er und... Das ist so, so fadenscheinig ausreden. Erst hat er gesagt, das ist wahrscheinlich verstopft von Blättern von den Bäumen. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe keine Bäume. Ja. Ich habe auch keine Blätter. Stimmt, ja. Komisch. Und von denen kann nichts kommen. Ja, dann hat er was anderes gesagt. Und naja, auf jeden Fall, ja. Ja. Ich brauche das nicht erzählen, die suchen überall die Ausreden. Ja, ja, definitiv. Dann haben wir es mal oben am Poolhaus. Habe ich Wasserflecken gesehen. Also haben sie mal keinen Beton genommen, wie vereinbart, der wasserfest ist. Ja. Und jetzt ist man natürlich das Wasser mit Flecken unten rein. Aha. Siehst du die Wasserflecken? Also wie gesagt, entweder muss es halt oben verdichten. Ja. Da gibt es ja auch, kannst du entweder Spachtelmasse oder so. Und ja, jetzt hat es gefließt. Aha. Oben? Ja. Hat er jetzt Fliesen drauf? Ja, Fliesen drauf. Echt jetzt? Ja, geil. Ja. Ich war noch nicht oben, weil ich warte jetzt bis trocken ist. Er ist heute erst fertig geworden. Aha. Und morgen klopfe ich erstmal ab. Tatsächlich. Die Kante sehe ich schon. Ja, ja, da hat er die ganzen Kanten zugemacht, weil die waren auch offen und ich dachte, das ist noch nicht fertig oder was. Ja. Aber er hat gesagt, ja, das ist alles fertig. Dann habe ich gesagt, nee. Aha. Da ist noch nichts fertig. Und er kriegt ja doch noch... Aber dass der nicht einfach da, es gibt ja da, weißt du, diese Frame hat mir das letztens gezeigt, diese Farbe. Ja, Farbe oder Spachtelmasse. Ja, genau. Fürs Dach. Ich verstehe es nicht, aber er hat da Fliesen drauf, mir wurscht, ich meine... Mhm. Er kann von mir aus auch die Fliesen rauf machen. Morgen klopfe ich es ab und schaue, ob das Gefälle stimmt. Und dann ist für mich ist dann wurscht. Ja. Man sieht es ja auch nicht. Also von dem her waren mir die Fliesen dann auch wurscht, weil es mir noch gezeigt hat, ob mir die gefallen oder so. Sage ich, du, da oben sehe ich es nicht. Also ja, das spielt nicht so eine Rolle, das stimmt. Ja, ja, Chat, was meint ihr? Wir müssen Günni mal fragen, was das alles gekostet hat hier. Ich glaube, das will jeder hier wissen. Das will jeder hier wissen, was das Ganze da gekostet hat. Komplett. Gut, das sind zwei Häuser, gell? Also, ist natürlich jetzt, man müsste das runterrechnen, ist natürlich schwierig runterrechnen auf ein Haus. Ich gebe jetzt mal eine Schätzung ab. Schätz mal und dann sage ich es dir. Ja. Inklusive Grundstück, alles. Alles, okay, warte. Zwischen 6,5 bis 7 Millionen. Umrechnen. Bad, also wo, aha. Muss ich umrechnen. Aha, okay. Das war's durchkommen. Also, nein, da bist du zu wenig. Bin ich zu wenig? Also, in Bad, weißt du, in Bad sind es über 7 Millionen. Ja. Oh, ich hab den Pool vergessen. Den Pool vergessen. Oh, sorry, ja, logisch. Der Pool muss dazu. Also, lösen wir es mal auf. Also, ich bin jetzt bei ungefähr 7,5. Bei 200, ein bisschen was habe ich noch nachgeschossen. 200 war als Budget. Ja. Und wie es halt immer so ist, ich habe eigentlich mehr eingerechnet, als teurer wird. Also ich bin jetzt ungefähr bei 215, aber jetzt da ist die Einrichtung auch schon dabei. Ja. Also Kühlschränke, Klima, alles. Also wirklich? Auch beim Basteln, ja. Die Betten, die Schränke, die Küchen. Ja. Da ist alles jetzt mit drin. Aha. Bei 215 ungefähr. Aha. 215.000 Euro. Also mit Grundstück, mit Pool, mit allem drum und dran. Aha. Man sieht jetzt hier auch mal, auch wenn du selber baust, und wir sprechen hier von qualitativ hochwertigem Material, also die Ziegel hat ja ziemlich das Beste, was es auf dem Markt gibt. Dann ist es Ytong-Steine und kein Zementsteine. Drinnen auch, wirklich vom Material her, kannst du nichts sagen, Außenküche. Dachrinne ist auch, nicht ums ganze Haus, aber hier ein Teil. Und jetzt muss man überlegen, wenn wir uns da in Hua Hin Häuser anschauen gehen, die ja ein 200 Quadratmeter Grundstück haben und die kosten schon 6, 7 Millionen Baht, dann ist das zwar dort nach wie vor teurer, aber also selber bauen, wenn du hochwertiges Material willst und was Schönes, nicht einfach 0815,
dann, ja, dann kommst du mittlerweile auch schon bald an die Preise heran, wo halt so ein High-Quality-Thai-Haus, also Ausländerhaus in Hua Hin kostet. Plus, minus. Ja. Rechnen, also ich war ja, und der Ärger und die Zeit. Ja, sowieso, das darfst du natürlich nicht vergessen. Ja. Aber wenn du den Ärger nicht nimmst, was hier bist, dann stirbst du nach wie vor, wirst du nachher Probleme haben. Du wirst massive Probleme haben. Ja. Es ist alles, es ist mit allem, was du machst, der Teil. Macht so schnell wie möglich fertig, wenn du mal einfach nicht da bist. Mhm. Er wird es so schnell fertigen, wie er kann. Ja. Macht zu. Ja. Es sieht von außen toll aus, aha, aber du weißt nicht mehr, was hat er innen fabriziert. Ja. Und wenn jetzt was passiert, ich habe es da vorne gesehen bei Beton, ich war noch drin als Fundament, da hat er noch 12 Eisen, dass du rüberfahren kannst drin. Ja. Und wo er es dann auflaufen hat lassen, auslaufen lassen, aha, hat er mal ein Mini Eisen reingemacht. Und dann hat er auch einen angerufen, was das für eine Scheiße sein soll. Ja, das war ein Geschenk. Weil normalerweise für das da vorne hat er gar kein Eisen eingeplant. Was ist so eine Scheiße? Nee, das haben sie bei mir bei der Mauer gemacht. Die, ja, Mauer ist an einer Ecke gebrochen. Ja. Da hatten sie einfach zu wenig Eisen, ja, wollten keins mehr bestellen und haben einfach dort hinten Draht reingemacht, ja, statt Eisen. Das war auch nicht für den Draht. Ich meine, wenn man jetzt mal auch ausrechnet, Zeit und Aufwand jetzt von deiner Seite her. Ja, das ist natürlich immens. Das ist du schon. Kannst das, du kannst es auch einfach nicht machen, wenn du jetzt, außer du hast Kohle, also sagst nicht, ich lebe so wie ich im Chili irgendwo erstmal oder sonst was und machst es und hast Zeit bis Rentner oder du hast die Kohle, dass du es leisten kannst, aber wenn du arbeiten gehst und nimmst einen Urlaub, da kannst du nichts machen. Ja. Das ist einfach tot. Würdest du heute wieder selber bauen oder würdest du in Zukunft für 8 bis 10 Millionen eine Villa gerade fertig kaufen? Also erstens mal hätte ich gar nicht die Ambition, jetzt woanders hinzugehen. Mhm. Und bauen würde ich auch nicht mehr. Also ich habe jetzt wirklich 3 Häuser gebaut, und davon eins in der Domi, eins hier. Also mir reicht es jetzt. Ja, vielleicht ja, noch irgendwo in Afrika, im Busch oder sowas. Aha. Oder auf der Insel oder sowas. Aber nee, mir reicht es jetzt wirklich. Ich habe das zwar schon mal gesagt, dass ich nie mehr was mache in der Domi schon. Aha. Ich habe es wieder gemacht und... Aber ich glaube, jetzt reicht es. Ja. Es ist wirklich genug. Und ja, jetzt hast du auch das Paradies hier. Jetzt ist es ja wirklich super, ja, schön und alles. Und, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist von den Projekten, die ich seit ich in Thailand bin, begleitet habe mit der Kamera, das mit Abstand schönste Projekt. Vielen Dank für das Kompliment. Ich hoffe, du sagst es nicht nur, weil ich daneben sitze. Nee. Nee, definitiv nicht. Aber rein so optisch und all klar, ich meine, es hat auch was gekostet, also es ist jetzt nicht gratis, ist klar. Nein, aber man muss ja mal wirklich sehen, weil viele sagen, ja, das ist schon auch teuer, aber du darfst einfach nicht vergessen, es sind 2 Häuser. Ja, genau. Also wenn ich jetzt das nach wie vor umrenne, bin ich bei 100.000, da kriegst du wenn ich es vergleiche jetzt mit Europa oder Deutschland oder was, kriegst du Garage in Schwabing, ja, in München. Ja, es ist so. Und ja, und nach wie vor ist die Lebensqualität wirklich super hier. Ja. Also ich kann das wirklich nur bestätigen. Du kannst essen gehen überall, du kriegst gute Qualität. Klar, kannst was erwischen, kannst bei uns auch irgendwo. Ja. Und mit irgendwelchen Sachen passt halt mal in anderen Ländern, ob du jetzt eine Schlange hast oder Skorpione oder sonst was. Ja, Schlange hast du schon eine gehabt, gell? Ganz eine kleine am Anfang, ja, in der Bauphase noch. Also ich habe es nicht gesehen, das war Arbeiter hat es gesehen. Mhm. Ich weiß aber auch nicht, was für eine war, keine Ahnung. Ich kenne es auch noch nicht so. Ich habe mir jetzt mal vorgenommen, die ganzen Schlangen, dass ich zumindest mal kenne. Auch ja, ja. Ein bisschen anschauen. Obwohl ich trotzdem, ich würde keine anlangen, auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass es nicht giftig ist. Ja, ich bin mal gespannt, wann dann das erste Anruf kommt. Ja, ich habe eine Schlange. Ich brauche auch die Nummer mal von muss ich mal. Nee, du kannst mir, wenn du eine Schlange hast, rufst mich an. Ja, ja. Dann kann ich es organisieren. Wenn es keine giftige ist, dann nehmen wir sie selber raus. Ja, dann ist kein Problem. Ja. Weil ich gehe mal davon aus, du wirst auch relativ viele haben. Da musst du jedes Mal die Polizei nehmen. Ja, ja, aber ich glaube nach wie vor, also du bist jetzt schon länger da, ich glaube, dass die haben bei mir nicht die großartigen Verstecke wie bei dir.
Ich weiß es nicht. Ja, ich sehe da sehr viele Verstecke, wo sie sich wohlfühlen. Ich glaube, dass sie sich wohlfühlen bei dir in dem Dschungel oder so. Aber man wird sehen. Ja, aber weißt du, das Problem bei dir wird sein, wie auch bei mir, dass wenn sie beim Tor reinkommen, die kommen nicht mehr raus. Ja, bis den Weg halt wieder finden, wo sie rauskommen. Weil hier kommen sie durch die Gitter nicht, da kommen sie nicht rein, aber raus kommen sie auch nicht mehr. Also eigentlich habe ich nur, entweder sie kommen über die Mauer oder sie kommen durchs Tor durch. Genau. Und ich glaube, bei mir kommen die meisten durchs Tor. Ja. Und ich sehe es ja, ich habe ja schon welche gesehen, die wo am Abend über die Straße sind. Aha. Mal schnell. Und so. Ja, genau. Sie bewegen sich da vorne auch da in dem Gestrüpp, ist ja klar. Weil die schlängeln sich nachts, schlängeln die sich der Mauer entlang. Und suchen irgendeinen Eingang. Wo und sobald sie irgendwo dann keine Mauer mehr hat, dann gehen sie rein. Ja, wenn sie auf der linken Seite schlängeln, dann gehen sie bei mir rein. Ja, wenn sie an deiner Mauer entlang schlängeln, so kommen sie zu dir. Ja, genau. Aber ich bin echt gespannt. Gut, was du ja bei dir nicht hast, sind Zugänge in die Drainage, gell? Da ist alles zu. Weil sonst sind das natürlich richtige Schlangenhöhlen-Drainage. Eigentlich kommen sie nicht rein. Da schaut das war eigentlich so ein bisschen eine Fehlplanung. Ja, da kommen sie rein. Da. Aber das, da unten ist ja dann, ja, in der Trockenzeit wird das eine Schlangengrube. Also weiß ich nicht, wenn es, meinst du, die kommt durch so einen Schlitz und kommt durch, oder? Ja, die geht. Die Kobra, die wir letzte Woche hatten, die war in so einem kleinen Schlitz drin und das war eine 1,50 Meter Kobra. Also meine Glauben, hat sich her, dort, wie sich die reinschlängen. Da, das zum Beispiel, was mir gerade einfällt, das war so ein bisschen, wo idiotisch war, aber nein, das war auf dem Plan von meiner Seite nicht ersichtlich. Mhm. Da hätte ich eigentlich eine Reihe hätte ich weglassen sollen. Aber da hätte mich auch der Architekt darauf aufmerksam machen müssen, dass die... Dass es eigentlich genau, siehst du es, das geht eigentlich fast auf die Kante. Aha, und wenn ich jetzt da eine Reihe Fliesen weggenommen hätte, dann hätte ich mir da viel erspart. Ja. Und das hätte auch ausgereicht zum Gehen. Aber es ist jetzt, wie es ist, also entweder Dachrinne oder mit dem Leben, wie es ist. Ja. Was hat eine Dachrinne gekostet? Ist ja, glaube ich, auch nicht so schweineteuer, oder? Was mir jetzt kalt erwischt, ich musste ein Teil mal nachkaufen, weil er sich einmal verschnitten hat. Und dann hat es nicht mehr gereicht, aber ein so ein Stück, was hat das da, 3 Meter Stück, das war 500 Baht. Ja, doch auch. Ja, ja, das läppert sich. Also du brauchst die ganzen Halterungen, die Stopper, die Ecken, die Abgänge. Aber ja, es ist jetzt kein Vermögen. Also, aber wie gesagt, da bin ich eben noch am Überlegen, was ich da mache. Da muss ich einfach noch schauen, ob ich lösen. Ja, ich glaube, Pflanzen wird auch nichts bringen hier. Ich weiß nicht, ich habe schon überlegt, ob ich das mal wo ich mit dir, mit der Jui war, wo der Jui auch so gefallen hat, wenn ich da so 30 Stück reinmache, so, dann gibt es so wie so eine schöne Blumenhecke. Ja. Und die Jui hat gesagt, die brauchen viel Wasser. Ja. Ja. Im Sommer gießt halt wieder wie ein Trottel, aber da würden die viel Wasser wegnehmen. Aber die Frage ist halt, ob es dann, weißt du, dass die Feuchtigkeit hier nicht mehr hast, das wird wahrscheinlich nichts bringen, weil dann tropft es einfach auf die Pflanze. Das kriege ich nur mit der Dachrinne weg. Also das wird man mit Pflanzen, bringt man das gar nichts. Aber im Gegenteil, vielleicht sogar, wenn es dann drauf, die Pflanzen breiter werden, dann bringt man es vielleicht sogar noch mehr rein als Wasser. Ja, aber eine Blumenhecke wäre natürlich mit Abstand ein absoluter Traum, definitiv. Müsste man sich überlegen, ob man die dann nicht im Gras machen will. Dann hast du einen kleinen Park. So ist der Plan einfach, dass so ein gerahmt ist. Aber da möchte ich auch noch auf den Basti warten, weil Basti möchte vielleicht da auch noch so eine kleine Bambushütte da reinsetzen. Mhm. Mal schauen. Das ist jetzt haben wir mal gesagt, so einfach wie es jetzt ist. Und mal warten. Machen wir dann. Wenn er da ist, und dann können wir da noch einiges besprechen, was man da noch macht und was sich noch tut, da wird sich noch einiges tun. Renate am Netflix schauen. Ja, wir haben sogar als Bundesliga, deutsches Fernsehen. Ja. Wir können alles sehen jetzt momentan. Ja. Gestern eingerichtet, ja.
Ja, es regnet, darum gehe ich nicht raus. Ich war heute schon so oft im Pool drin. Ja, ich habe letzte Nacht nicht schlafen können, höre da drüben nur Sirenen. Netflix und dies und Fußball habe ich auch gehört gestern Nacht. Ja, ihr seid verdammt laut. Scheiße. Ich bereue es, das ist... Du hast mir gestern erzählt, dass die Bundesliga... Man hört schon in der Nacht, das ist... Ich höre gar nichts. Null. Nichts, ja. Nur mein Hund. Bis jetzt mal aufgelaufen. Ja, wäre mir auch egal. Ab. Lauter du, als die Thais wird es nicht sein. Ist, dann bist du auch drüben. Okay. Ja, klar. Aber vielleicht komme ich ja nicht. vielleicht wird die Jui öfter bei uns sein wie bei dir. Ja, das kann auch sein. No, we eat Spaghetti. Aha. Ja, du siehst, wie das Wasser da steht. Ja. Aber mit dem wir euch leben müssen. Also, wie gesagt, da hinten siehst du es, da läuft es jetzt ein bisschen hinter. Hier müssen wir das Gefälle noch ein bisschen runter machen. Ja, ganz weg wirst du es nie ganz bringen. Ganz weg wirst du es nie kriegen, aber es soll halt bloß ein bisschen in Grenzen gehalten werden, dass es halt nicht so extrem ist. Ja. Aber man sieht, hier läuft es runter, das ist schon mal. Aha. Ja, gut, wenn es noch so ist. Also, wenn du Steine hast, sieht man es dann auch nicht mehr. Du siehst es nicht, aber es soll halt auch, es soll sich halt auch verfestigen. Mhm. Mal schauen. Ja. Alles klar. Man hört sich, man sieht sich. So schaut's aus. Servus, bis später. Jo. Durch.